Hallo ihr Querlinge, der hergeschadete Botschafter ist in den Ork-Ruinen unter der Wüste. Wie er da reingekommen ist, fragt lieber nicht. Wir gehen voran. Die Untotenvernichtrune ist gut. Allerdings geht es nicht, wenn die Typen ja schon vor einem stehen. Nichts zu plündern. Was habt ihr denn hier? Noch einen seltsamen Kristall, einen roten diesmal. Aha. Was? Oh, in die Wüste geschickt. Ich habe einen merkwürdigen Kristall in den Ork-Ruinen gefunden. Ja, ist das nicht der erste? Ork-Grab? Es ist zu weit. Dieses Ork-Grab ist zu weit entfernt. Jetzt ist es nicht mehr zu weit entfernt, aber jetzt kann man damit auch nichts tun. Komisch, kann damit nichts machen. Was kann aber daran liegen, wie ich hier reingekommen bin? Alles in falscher Reihenfolge. Also hier sieht... Oh, scheiße. Oh nein. Das machen meine Nerven nicht mehr lange mit hier. Oh. Level up, danke. Ich wollte gerade sagen, das sieht doch aus, als könnte man hier rausgehen. Oh, da liegt einer. Da ist nichts zu holen. Weil hier geht's doch nach oben. Da liegt ein Paladinöser. Da oben ist Tageslicht. Okay, wir hätten also hier reinkommen können. Ich habe mich jetzt nicht hinter irgendeine Tür geworfen neulich. Also letzte Episode. Da hinten ist noch einer. Hallo? Wirst du wohl umfallen? Danke. Wer bist du? Jenkins. Jenkins Amulett. Aha. Wir sollten erstmal dringend an die Oberfläche gehen und hier nachhören, was eigentlich Sachlage ist. Da gibt's eine Leiter, das ist gut. Und ich höre schon den Magier über uns. Mit raschelnden Robenärmeln. Und hier, irgendwie ist hier kein Leck mehr. Nicht so wie in der letzten Episode. Wir horchen mal nach. Ach, Ramsus. Ah, hallo. Wen haben wir denn da? Du kommst genau zur rechten Zeit. Mhm. Hast du schon wieder ein paar Säulen zum Drehen gefunden? Nein, keine Sorge. Ein paar Ork-Skelette vielleicht? Jetzt sei mal nicht so empfindlich. Ich betreibe hier ganz harmlose Forschungsarbeiten und studiere den Tempel hier. Hat ja beim letzten Mal wunderbar geklappt. Du hast ja ein schlimmeres Gedächtnis als meine Frau. Du hast eine... Jetzt aber genug gescherzt. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Wobei denn genau? Ich benötige klare Antworten, damit diese orkischen Texte für mich Sinn ergeben. Falls du ein paar Antworten für mich hättest, wäre ich dir sehr dankbar. Welche Fragen hast du denn? In den Schriften ist immer wieder von verschiedenen Stämmen die Rede. Wenn ich wüsste, welche Stämme es gibt, hätte ich wertvolle Orientierungspunkte. Außerdem ist in den Texten immer wieder von einem Zeichen der Macht die Rede. Es wäre gut, wenn du für mich in Erfahrung bringen könntest, worum es sich dabei handelt. Schlussendlich scheinen die Schreiber dieser Texte ganz plötzlich mit dem Schreiben aufgehört zu haben. Ich würde gerne wissen, warum. Sobald du Antworten gefunden hast, wäre es hilfreich, wenn du mir diese mitteilst. Ich werde hier inzwischen weiter die orkische Kultur untersuchen. Mhm. Offenbar habe ich noch nichts diesbezüglich gefunden. Da oben sind wir irgendwo hergekommen, da hinter dem Palmwedel. Oh, unter dieser Säule möchte ich eigentlich nicht lang gehen. Ich tue es trotzdem. Alles für euch. Tja, man muss bestimmt das Grab da unten aufmachen.
bzw. Motivation im Keller. Nordöstlich des Lagers liegt der Zugang zu einem alten Orkruin, deren... Ah, ich soll mich mit Flint treffen. Ja, ich muss Flint finden. Wenn der in der Zone steht, die so laggy ist, dann habe ich dann natürlich ein Problem. Dann habe ich damit ein Problem. Ja, habe ich. Ganz gewaltig sogar. Wobei natürlich dadurch, dass ich unten den Kristall aufgehoben habe und dass ich unten ein paar untote Orks zerlegt habe, ich natürlich hier auch irgendwie die Landschaft geändert habe. Vielleicht leckt es ja jetzt davon nicht mehr so wie im letzten Teil. Vorsicht, Held. Auf jeden Fall muss ich erstmal mit Flint reden. Sonst geht die Queste nicht voran. Das ist nicht Flint, das ist ein Berserker. Ah, guck mal, hier sind sie doch alle. Dragor. Wer ist denn Dragor? Hey! Wieso sitzt du vor deinem Bett und nicht darauf? Oh, Flint! Hey! Was ist mit dir passiert? Wie ist die Lage? Könnte besser sein. Also, warst du bei Oryk und Ajax? Genau. Es ist gut, dass du hier bist. Inwiefern? Naja, du könntest uns ein wenig unter die Arme greifen. Jenkins ist runtergegangen und seitdem nicht mehr hochgekommen. Wie lange ist das denn schon her? Bestimmt 2 oder 3 Tage. Und da habt ihr nicht mal daran gedacht, runterzugehen und nachzusehen? Na, wie soll ich das am besten ausdrücken? Keiner von uns hat wirklich Lust, da runterzugehen. Also bleibt es mal wieder an mir hängen. Sieh es doch mal so. Wir halten dir hier oben schön den Rücken frei. Sehr ermutigend. Wenn ich du wäre, würde ich kurz bei Drago vorbeischauen. Ihm scheint das Fehlen von Jenkins besonders zu Herzen zu gehen. Ach du Scheiße. Außerdem läuft hier irgendwo Ramsus herum und studiert irgendwas. Vielleicht kannst du ihm ja zur Hand gehen. Au. Okay, also der Leck scheint hier weg zu sein. Irgendwie habe ich jetzt was verändert. Hey du. Hallo Dragor, Flint schickt mich zu dir. Er sagte, du hättest ein Problem. Ja, Jenkins ist seit 3 Tagen dort unten und ist nicht mehr wiedergekommen. Könntest du für mich nachsehen, wo er bleibt? Ich suche Jenkins für dich. Danke, das werde ich dir nie vergessen. Ich habe Jenkins gefunden. Ja? Wie geht es ihm? Er ist leider tot. Hier ist sein Amulett. Danke. Aber lass mich jetzt bitte alleine. Okay, das war ja einfach. Was sagst du dazu? Hey du. Hey du. Wüste mehr Antworten. Motivation im Keller. Bei Drago habe ich vorbeigeschaut. Ja. Okay, dann sollen wir jetzt mal weiter an der Wüste rum. Ruine rumsuchen. Ach, das mache ich doch am liebsten. Mit irgendeiner Figur in einem 3D-Spiel in irgendeiner Ruine rumsuchen. Ja, das habe ich doch schon so oft gemacht. Teilweise auch mit mehreren Figuren. Ja, wenn ich für jede Ruinenerkundung einen Euro bekäme, dann könnte ich mich zur Ruhe setzen und Berufs-Let's Player werden. Hallo. Also, Jenkins interessiert dich nicht, richtig? Da kann man runter. Hier aber auch überall. Mhm. Boah, guck mal, die hatten ja sogar die Muße, sich hier so ein Ding da dran zu schnitzen. Krass. Na gut, dann hüpfe ich mal hier ins Wasser. Das ist der einfachste Weg nach unten. Ja, unten, das andere unten hält. So. Wasser trinken und speichern. Die ganzen untoten Rübel sind schon weg, oder zumindest die meisten davon, aber das Grab da hinten, da würde ich auch ganz gern mal reinfingern. Das geht aber nicht. Vielleicht...
Da gibt es noch mehr Gräber. Geht's denn bei denen? Da geht's. Schwerer Kriegshammer, zwei Fackeln und drei Tränke. Kein Theater, gut. Hier. Schiefeldeckel gegen die Wand, genau. Genau das gleiche. Ja. Das hier ist eine Wand, möglicherweise. Linksrum wäre dann noch dieses eine Grab. Vielleicht geht's ja jetzt. Vielleicht komme ich jetzt irgendwie da ran. Nee, das geht irgendwie nicht. Hier sind zwei Halter. Man könnte jetzt fast meinen, pack doch den einen Kristall da rein und den anderen. Ich habe ja zwei mittlerweile. Aber es geht auch nicht. Hier ist gar nichts. Also hier geradeaus weiter. Notgedrungen. Da vorne ist wieder eine Disco-Halle. Menschling? Grünhaut! Der Begriff ist falsch. Orks haben sandfarbenes oder graues Fell. Derlei Spitzfindigkeiten werden deinen Tod nicht verhindern, Sandfarbenhaut. Ich will dir nichts tun. Geh einfach wieder, dann wird dir nichts passieren. Ist das eine Falle? Ich will dir nichts tun. Warum würdest du mir nichts tun wollen? Deine Artgenossen scheinen das anders zu handhaben. Leider. Schlimmer Einfluss von Margus. Und außerdem habt ihr mit Krieg angefangen. Margus? Du kennst ihn? Also bist du doch ein Feind. Ich war sein Verbündeter, aber nun nicht mehr. Du willst mir also sagen, dass du dich von Margus losgesagt hast? Stimmt. Warum hilfst du ihm nicht mehr? Er verachtet uns, Orks. Er benutzt uns wie eine Waffe. Wir sind stolz. Diese Kriege sind nicht gut für uns. Schön und gut. Ich werde dich trotzdem töten. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ich kann dir helfen, Margus Pläne zu vereiteln. Wie willst du das anstellen? Ich werde dir alles erzählen, was ich weiß. Steck deine Waffe weg und lass uns reden. Ich warne dich. Ein falscher Schritt und... Hier unten liegen genug Leichen. Ich will dir nichts tun. Na gut, dann fangen wir mal an. Wer bist du überhaupt? Mein Name ist Nazosch. Ich bin Gelehrter aus dem Stamm der Schrift. Und wie ist dein Name? Seit wann stellst du hier die Fragen, Ork? Der Menschling hat keine Manieren, aber das überrascht mich nicht. Warum sprichst du meine Sprache? Margus hat den Orks, die er für seine Pläne benötigt, durch seine Magie eure Sprache beigebracht. Wie ist das möglich? Er hat einen Zauber erschaffen, der alles Wissen, durch das eure Sprache festgelegt ist, in unsere Köpfe hineingepresst hat. Das war bestimmt nicht angenehm. Vor allem ist es eine Beleidigung unserer Kultur. Wenn er mit uns sprechen will, soll er gefälligst unsere Sprache lernen. Aber das ist nur einer der Gründe, warum ich mich dazu entschieden habe, Margus aufzuhalten. Was sind denn die anderen? Wenn Margus mit seinem Plan wirklich Erfolg hat, werden wir diese Insel wieder unser Land nennen können. Allerdings wird Margus uns in Zukunft als seine Sklaven benutzen. Ich weiß nicht genau, was er vorhat, aber er wird uns sicherlich nicht einfach zum Alltag zurückkehren lassen. Unser Volk hat schon genug Verluste erlitten. Schlussendlich ist er doch nur ein Menschling. Wir Orks sollten keinem schwachen Menschling folgen. Aha. Also jemand, der euch seine Sprache in die Hirne reinquetscht, der ist also schwach. Aha. Das kann man so sehen, muss man aber nicht. Stört es dich nicht, wenn ich Orks töte? Natürlich tut es das.
Allerdings sind wir Orks auch nicht immer untereinander einig. Es hat schon immer Konflikte zwischen den Stämmen gegeben. Mein Stamm, der Stamm der Schrift, wurde von den anderen Stämmen angegriffen und vernichtet. Die derzeitigen Führer der Orks, die Kämpfer und die Beliar-Priester, werden mein Volk früher oder später in den Untergang führen. Deshalb habe ich nichts dagegen, wenn du die Kämpfer und Schamanen tötest. Es werden genug von uns überleben, um wieder neu anfangen zu können. Mit etwas Glück wird das Volk der Orks danach wieder eine Blütezeit von Gelehrsamkeit und Frieden erleben dürfen. Mhm. Erzähl mir etwas über die Vergangenheit der Orks. Warum willst du das wissen, Menschling? Ich wollte meinen Beitrag zur Völkerverständigung leisten. Das glaube ich dir nicht. Aber wenn du etwas über uns erfahren willst, dann werde ich dir unsere Geschichte erzählen. Vor vielen Jahrhunderten waren wir Orks ein hochentwickeltes, friedliches Volk. Überall in der Wüste siehst du Zeugnisse von unseren Leistungen. Damals gab es 4 Stämme, die jeweils verschiedene Aufgabenbereiche für sich in Anspruch nahmen. Der Stamm der Axt war der erste Stamm, der sich bildete. In ihm waren vor allem Krieger und Jäger vertreten. Sie bezogen ein neues Lager im Norden. Bald darauf gründete ein Schamane den Stamm des Blutes, der sich von da an mit Spiritualität und Heilung beschäftigte. Er zog mit seinen Adepten aus und baute einen Tempel im Südwesten. Der Stamm der Schädel entstand beinahe zeitgleich mit dem Blutstamm. Hier wurden die Toten geehrt und die Gesetze gewahrt. Sie ließen sich bei den Höhlen im Nordwesten nieder. In der Blütezeit unserer Kultur entstand dann der Stamm der Schrift. Hier wurde geforscht, gebaut und nachgedacht. Ich bin der einzige Überlebende meines Stammes. Als ich geboren wurde, war dieser Tempel noch mit vielen fleißigen Gelehrten bevölkert. So lebten alle 4 Stämme in Harmonie. Doch dann wurde einer der Götter auf uns Orks aufmerksam und alles änderte sich. Beliar trat in Kontakt zu den Orks, als die Menschen sich ausbreiteten. Sein Ziel war es, die Orks gegen die Menschen aufzuwiegeln. Der Stamm der Schrift stellte sich gegen Beliar, aber die anderen Stämme akzeptierten ihn. Deshalb kam es in einer Nacht zu dem größten Verbrechen, das in unserem Volk je verübt wurde. In der Ork-Pogromnacht griffen die anderen Stämme uns an und töteten alle Anhänger des Stammes der Schrift. Seitdem verrohte das Volk der Orks. Unter Beliars Einflussnahme immer mehr. Doch selbst das Verschwinden der Götter behob diese Untat nicht. Der Schaden war angerichtet. Statt Beliar folgten die Orks nun Margus, der sie genauso für seine Zwecke benutzen wird wie Beliar. Wie hast du überlebt? Ich war in jungen Jahren als Mündel in den Stamm des Blutes gegeben worden. Es war lange Tradition, Mündel auszutauschen, und nur dadurch überlebte ich das Massaker. Wie kannst du mir helfen? Wobei brauchst du denn überhaupt Hilfe? Ich muss die Orks im Norden zu unserem Lager locken, damit ich zum Tempel komme. Es gibt eine Möglichkeit. Das Zeichen der brennenden Pranke. Was soll das denn sein? Im Lager des Stammes, der an dem Weg nach Norden liegt, gibt es eine Kralle aus massivem Fels. Als Margus hier ankam und uns seine Pläne verriet, sagte er den Orks im Norden, sie sollen auf diese Felskralle achten. Wenn deren Finger Feuer fangen, war die Beschwörung des Dieners erfolgreich und die Orks sollen die Menschlinge angreifen. Ja und? Soll ich hingehen und die Kralle anzünden? Es gibt ein magisches Artefakt dafür. Die Schamanen haben es für unseren Kriegsherren angefertigt. Wenn man einen bestimmten Satz auf Orkisch sagt, wird es automatisch aktiviert und entzündet die Steinkralle. Das hört sich überraschend nützlich an. Wo finden wir das Ding? In den Klauen unseres unsterblichen Kriegsherrn, hinter einer undurchdringbaren Barriere vom südwestlichen Stamm bewacht.
Und da dachte ich einmal, wir müssten nur mal kurz irgendwo ein paar Gräber schänden und eine Grube ausheben oder so. Wo bekommen wir das Artefakt her? Wie ich bereits sagte, ist die Beschaffung das Problem. Du müsstest zuerst eine Möglichkeit finden, die zahlreichen Orks im Südwesten zu umgehen. Anschließend musst du die Barriere ausschalten, was nur mit zwei besonderen Kristallen gelingen wird. Einer liegt hier im Tempel, einer in den Höhlen beim Orkstamm im Nordwesten. Wenn du die beiden Kristalle dort im Südwesten einsetzt, wird die Barriere verschwinden. Danach musst du nur noch Zarkam, unseren beinahe unsterblichen Kriegsherren, besiegen. Wenn du das Artefakt dann von ihm erbeutet hast, kommst du zu mir zurück. Das bedeutet, dass wir ein paar Sachen jetzt geklärt haben, tatsächlich. Wie komme ich an die Kristalle ran? Einer ist hier im Tempelkeller. An dem solltest du ohne Probleme rankommen. Der andere Kristall sollte sich bei den Orks im Nordwesten befinden. Vermutlich ist er irgendwo in den Höhlen hinter dem Lager versteckt. Wie soll ich an den Orks vorbeikommen? Keine Ahnung. Ihr habt doch eine Armee hier, Menschling. Was sind das für Kristalle? Was ist daran so ungewöhnlich? Warum gibt es mitten in der Wüste eine magische Barriere, die man nur durch zwei Kristalle öffnen kann? Oh, ach das. In diesem Raum liegen die wertvollsten Schätze unserer Kultur. Unsere Gesetze zum Beispiel. Außerdem die Zeichen der Macht. Wenn ein neuer Kriegsherr bestimmt wird, finden vor der Barriere die Duelle statt. Der Gewinner bekommt beide Kristalle überreicht. Wenn er noch genug Kraft hat, sie einzusetzen und die Zeichen der Macht zu erlangen, dann ist er der neue Kriegsherr. Macht ihr Menschlinge das nicht so? So ähnlich. Ich kann mir aber einen Ork mit einer Krone auf dem Kopf schwer vorstellen. Krone? Das Zeichen der Macht ist selbstverständlich eine Waffe. War ja klar. Was ist das für ein Artefakt? Die Orks haben es auf Magus Geheiß für den Kriegsherrn angefertigt. Sobald der Diener erweckt wurde, sollte er es aktivieren. Sobald es berührt wird und ein paar orkische Wörter gesprochen werden, entzündet es magische Flammen bei der Steinkralle. Das ist das Zeichen, dass die Orks alle Menschen auf der Insel abschlachten sollen. Das ist schon lange das Ziel der Orks. Und Magus versprach, uns dabei zu helfen. Wie soll ich die Orks im Südwesten loswerden? Dazu kann ich nicht viel beisteuern. Es gab dort schon immer Probleme zwischen dem Orkstamm und den Echsenmenschen, wenn ich mich recht erinnere. Aber das ist deine Sorge und nicht meine. Zur Not musst du dir einen Weg freikämpfen. Hat der Kriegsherr eine Schwachstelle? Zarkam, der mächtigste aller Ork-Krieger, verfügt über eine selbst für unser einer unglaubliche Stärke und Kampfkraft. Doch das ist noch nicht alles. Er wird stets von Warshak, einem der besten Schamanen unseres Volkes, begleitet. Jede Menge zu tun für Helden. Boah! Okay, soweit Nazosh. Und hier ist noch eine Gruft weiter unten. Okay, wir wissen jetzt, was es mit diesen Kristallen auf sich hat. Castor ist tatsächlich nicht der Empfänger selbiger. Wenngleich Castor sie bestimmt gerne in den Fingern hätte, um sie zu pulverisieren und einen Trank daraus zu mischen. Was ist hier? Nichts weiter im Moment. Okay, jetzt können wir mit dem gesammelten Wissen ja anfangen, Ramsus zu impfen. Wieso tun eigentlich die untoten Orks ihm nichts hier, ha? Es mögen zwar die aus seinem eigenen Stamm sein, aber trotzdem. Was kann man denn da hinten tun? Kann man jetzt dieses Ding aufmachen? Oder geht das gar nicht? Geht nicht. Okay, dann
Da sind wir unten ja durch. Ich sehe ja nichts mehr. Dann gehen wir zu Ramsus, erzählen dir was. Und dann versuche ich mal den Weg zurückzufinden. Nazosch. Oho. So, eine Leiter. Was isst und trinkt Nazosch da unten eigentlich? So, Ramsus. Horch mal her. Du wirst es nicht glauben. Ich weiß, welche Orkstämme es gibt. Sehr schön. Ich bin gespannt. Oh, ach du Kacke. Es gab Axt, Blut, Schrift. Ich weiß nicht mehr so genau. Also das erste ist es nicht. Also welche es gibt oder welche es gab? War da Jäger oder Schädel? Ich hab nicht aufgepasst. Wer kann denn sowas ahnen? Also Axt und Blut, die drei mittleren. So. Und auf jeden Fall vier, also die zwei hier. Aber waren es Jäger oder waren es Schädel? Oder war es weder noch? War es doch das? Ich weiß es nicht mehr. Es gibt vier Stämme. Den Stamm der Axt, den Stamm des Blutes, den Stamm der Schädel und den Stamm der Schrift. Ah, damit sollten sich einige Widersprüche ausräumen lassen. Vielen Dank. Das könnte richtig gewesen sein, aber sicher bin ich mir nicht. Ich weiß, wobei es sich beim Zeichen der Macht handelt. Nein? Immer raus damit. Was ist das Zeichen der Macht? Das ist eine Waffe. Es handelt sich um eine Waffe. Das ergibt Sinn. Ausgezeichnet. So, und das hier? Ich weiß, warum die Aufzeichnungen enden. Jetzt bin ich gespannt. Was ist passiert? Die Schreiber wurden... Nein. Die Schreiber... Nein. Die... Nein. Die Schreiber wurden von den anderen Stämmen ermordet. Das weiß ich noch sicher. Die Schreiber wurden von den anderen Stämmen ermordet. Warum das denn? Sie waren die einzigen, die sich Belias Einfluss auf die Orks entgegenstellten. Dafür wurden sie massakriert. Schrecklich. Aber es hört sich plausibel an. Ich habe alle Fragen beantwortet. Sehr schön. Das waren alle Antworten, die ich brauchte. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich erwarte immer noch ein plötzlich auftauchendes Orkskelett. Jetzt ist es aber auch mal gut. Hier hast du eine kleine Belohnung. Jetzt lass mich in Ruhe weiterforschen. Ich erwarte immer noch ein plötzlich auftauchendes Orkskelett. Ach, so manchmal hat Helena einen sagenhaft guten Humor. Ja, wenn man das nicht so oft selbst durchlitten hätte, dann wäre es ja auch nicht so lustig. Wo sind denn hier die Wasserflaschen? Ach Mensch, ich finde hier nichts mehr wieder. Da! So, kippt er einen hinter die Binde, ist nur Wasser, aber hilft. Und dann muss ich mal Questen studieren. Motivation im Keller. Ich habe im Tempel einen Ork gefunden, der meine Sprache spricht. Tempel Sias. Ach so, ich sollte Flint Bescheid geben. Ja, das kann ich auch noch machen. Flint. Flint, der eine Mörderrüstung trägt. Der ist befördert worden irgendwie. Früher war er so ein abgerissener Gauner und Bandit und jetzt ein stattlicher Berserker. Hey du. Du. Ich habe den Tempel erforscht. Und? Die Ruine ist sauber, aber ihr solltet euch dort unten trotzdem nicht herumtreiben. Kein Problem. Wir werden noch eine Weile hier bleiben und dann abrücken. Du solltest deinen Erfolg im Lager bei Ajax melden. Mach ich glatt. Speichern. Jetzt versuche ich mal hier durchzulaufen und dass der Mega-Leck ausbricht.
Das geht jetzt ohne Probleme. Gut, alles spielbar. Dann also Ajax. Es ist eh spät genug, um im Lager nach einer Kurie zu fragen. Hoffentlich schnarcht Chartus nicht. Ja, und dann müssen wir uns ja schon mit diesen Kristallen beschäftigen. Also ich habe sie ja schon. Ich muss sie ja nur... Oh, Dunkelpilze. Ich muss sie ja nur noch entsprechend einsetzen. Und zwar da oben in diesem nordwestlichen Lager, was wir da hatten. Ne, das südwestliche Lager war das. Richtig. Ajax! Sperr die Ohren auf. Der Tempel im Osten ist gesichert. Gut gemacht. Eine Front weniger, an der wir zu kämpfen haben. So. Dann hier oben ein... Du nimmst auch eine Abkürzung, ja? Oben ein bisschen schlafen, damit es wieder hell wird. So. Und dann muss ich meinen Weg finden in Richtung dieses... Naja. Das ist das westliche Orklager, richtig. Ich muss da ein bisschen, also raus über die Berge und da hinten rum. Da sind wir überall schon gewesen, deswegen Tempo. So, da bin ich. Ah, ich kann jetzt hier diese Dinger benutzen. Aha, gut. Irritierend, dass da nichts auftaucht, wegen Sockel und so, aber es geht. Und da drin ist dieser Überorg. Mal sehen, wie viele Todeswellen der aushält. Mal sehen, wie viele seiner Mutschatschanyo-Hiebe ich aushalte. Er ist die ganze Zeit darin eingesperrt. Das ist auch ein doofes Schicksal. Tja, reden wird mit dem nichts bringen. Probier mal dein Glück. Nee, nicht so gut. Jetzt vielleicht doch mal. Macht gar keinen Schaden oder macht keinen Schaden, weil wir nicht in der richtigen Ebene waren? Dass Todeswelle gar keinen Schaden macht, finde ich ein bisschen übertrieben. Ah, kannst mich mal. Komm doch. Okay. Oh. Ich wollte gerade schon sagen, das macht ja gar keinen Schaden und dann plötzlich doch. Sehr gut, das hat mir sehr viel Scherereien erspart. Jetzt muss ich ja nur noch ganz in Ruhe ein bisschen mich heilen. Der Schamanöse da drin, der wird versuchen, mich anzuzünden. Das wird ihm nicht gelingen. Da kann ich genüsslich mit Pfeil und Bogen dagegen halten. Zwirbelklinge, oho. Zakam. Hat Zakams Ork-Artefakt. Aha. Oh, da ist Nazosch. Nazosch ist überall. Warschak.
Du willst reden? Ehrlich? Ja? Reden, du willst? Okay. Möchtest du mit mir reden, Hase? Dann eben nicht. Tut mir leid, ihr hattet die Chance. Ihr habt's gesehen. Wir haben den nächsten Drachenhort. Quasi. Aber nichts zum Einstecken. Hier ist ein komisches Licht vor der Truhe. Warum denn das? Hier ist ein komisches Licht im Gebäude. Fall jetzt hier tot um. Rechts, 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 links, links, rechts, links, nee. Rechts, rechts, links, links, rechts, rechts. Alte Riesenmachete und zwei Elixiere der Heilung. Eine alte Riesenmachete. Was soll denn das? Was ist das für ein Kreis hier? Seltsam. Nazosch, was hast du jetzt dazu zu sagen? Ich bin beeindruckt. Ist dir bewusst, dass du soeben den stärksten aller Orks besiegt hast? Na klar. Kein Wunder. Schließlich bin ich der stärkste Mensch, der jemals gelebt hat. Das kannst du beweisen, indem du Margus die Stirn bietest und ihn vernichtest. Seine Taten zeugen von Größenwahn oder schlichtweg Unwissenheit. Ich werde die ganze Sache ein für alle Mal beenden. Gut. Ich kann uns jetzt sofort an einem günstigen Ort teleportieren, wo wir das Artefakt ungestört benutzen können. Danach gibt es kein Zurück. Wenn du unbedingt noch etwas erledigen musst, können wir jedoch auch einen Treffpunkt ausmachen. Wir machen einen Treffpunkt aus. Langsam, langsam. Ich muss noch etwas erledigen. Ich muss noch etwas erledigen. Wie du meinst. Wir treffen uns bei einem kleinen Zeltlager nördlich vor dem Lager der Menschen. Folge einfach dem Weg nach Norden. Mhm. Okay, ja, das werde ich tun. Oh, ja, das ist ja gut. Hutschatschanjo. Aber vorher möchte ich ganz gerne den ja noch liegen lassen. Den wird die Sonne bleichen und bräunen. Ne, eins von beiden nur. Wahrscheinlich eher bleichen. Und ich muss dann jetzt hier die Episode mal beenden. Weil ich möchte hier ganz gerne noch schauen, was es auf der Welt noch so an, also Asun noch so an Sachen gibt. Ich glaube, wenn ich jetzt mit Nazosch irgendwo hin beame, dann komme ich nicht zurück. Was heißt, heißt ja kein Zurück, ne? Oh. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich hier in dieser Wüste noch nicht alles gefunden habe, was man finden konnte. Auch das gilt es noch zu beenden. Also werden wir in der nächsten Episode am Beginn erstmal wieder so ein bisschen Nachlese betreiben, ein bisschen Nachlese und Nachsorge, was denn alles irgendwie an uns vorübergegangen ist. Achso, war das hier die Stelle mit diesem komischen Aufzug, den es da gab? Hier war dieses Schattendingenswummen-Skelett, richtig. Hier, doch, das war die Stelle. Hier gibt es so ein Teil. Das kann ich aber nicht irgendwohin fliegen, richtig? Kein Schalter zum Aktivieren da. Wo soll es mich auch hinfliegen? Da oben war ich ja selber schon. Komm ich auch so hin. Okay, dann werde ich Heldiline jetzt mal zurück in Richtung Gardistenlager schaffen. Irgendwie auf verworrenem Faden. Und da ist die Episode dann auch zu Ende. Und weiter mit den Dingen, die ich dann vielleicht noch recherchiert bekomme, geht's dann aber jedenfalls im nächsten Teil. Tempo und bis dahin.